Moin Leute, hier ist euer Mike. Ich mache heute ein Infovideo mit ein paar Themen. Und ja, wir fangen mal direkt an. Das ist ein Hintergrund, das hat gar nichts damit zu tun, was ich heute rede. Es geht erst mal um die. Yo. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, diese Horror-Gameplays mit der Facecam und so. Da haben wir so ein Programm benutzt, das spinnt total rum, irgendwie klappt es nicht mehr. Boah, Keine Ahnung wieso, tut uns furchtbar leid, deswegen hat ein Gameplay zum Beispiel kein Facecam und so. Total nervig, das Scheißdreck. Müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Tja, dass ihr da Bescheid wisst, was da für ein Kack abläuft. Und das tut die ganze Zeit die Zeit verzögern, also verschieben. Total nervig, der Scheiß. Jo, so viel dazu. Dann als nächstes Thema hatte ich Battlefield Moment. Ich habe gemerkt, das ist ziemlich gut angekommen. Gefällt mir sehr gut, ich liebe euch. Moi. Und es hat mir richtig gefreut, dass so viele kommentiert haben und Likes und bla bla. Und ja, dazu wollte ich sagen, ich kann nicht so viele Videos davon machen, weil wir müssen da erst Battlefield 4 zusammenzocken und so. Und das ist ziemlich, ich weiß nicht, da viele Clips zusammenzukriegen, weißt du. Die Clips dauern ja immer nur ein paar Sekunden und so. Und dann muss man das wieder zusammenzocken und so, das nervt ein bisschen. Deswegen kann ich da nicht so viele Gameplays raushauen, also Videos. Jo, dann, Moment, ich muss gerade lesen, ich glaube. Ja, okay. Mir hat gerade der liebe Vortex geschrieben, über WhatsApp. Der liegt jetzt bis Donnerstag, das heißt, das haben wir heute 25. August. Bis zum 28. August im Krankenhaus. Wasser hat, bla bla bla. Ist jetzt, erzähl ich jetzt nicht, das erzählt er euch im Video dann. Der kann das euch dann genauer erklären. Jo, was gibt's noch? Genau. Um die Watch Dogs Let's Plays, das mache ich. Nur irgendwie, das kommt irgendwie nicht gut an. Ich habe mir gedacht, das lasse ich jetzt einfach weg. Ich habe es jetzt auch schon weitergezockt, weil ich will den Spaß an dem Spiel nicht verlieren. Weil für drei Aufrufe seid mir bitte nicht böse, wenn es einer angeguckt hat von euch. Seid mir einfach nicht böse. Da hat man überhaupt keine Lust, das zu machen. Und es kommt halt einfach nicht gut an. Erstens, ich war zu spät dran mit dem Spiel und man muss sich halt auch mit den großen YouTubern messen. Das ist klar. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen oder Verbesserungsvorschläge habt oder vielleicht positives wie auch negatives Feedback, schreibt es unten in die Comments. Würde mich sehr freuen auf Feedback, Likes, keine Ahnung. Vielleicht gefällt es euch ja. Ja, wie kommt vielleicht Octodad an? Das mache ich jetzt auch zum Beispiel. Wollt ihr mehr so lustiges Zeug sehen oder wollt ihr jetzt mehr Horror-Let's Plays? Was kommt bei euch gut an? Schreibt es in die Comments. Und das war's mit mir. Wir sehen uns jetzt im Schwanz aus dem Mund. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ciao.